Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei einer neuen Mod-Vorstellung. Und das kann ich euch jetzt schon sagen, das wird großartig. Das werdet ihr im LS22 nicht mehr missen wollen. Sobald weitere Karten kommen, sobald es mehr von den Themen gibt, werdet ihr das, was wir jetzt vorstellen, nicht mehr missen wollen. Und wir, da meine ich den Modder, den lieben Tom, der ist nämlich auf meinem Ohr dabei. Hallo Tom. Hallo Mario, hallo Zuschauer. Genau, und ich, wir werden das gemeinsam vorstellen. Wie gesagt, Tom hat das gebaut und ja, ihr seht, ihr hat es ja auch im Thumbnail schon gesehen, es geht um Brücken. Um Brückenbau im LS22. Und zwar gibt es immer irgendwelche Punkte, wo ihr die Karte verändern wollt, wo ihr neue Sachen machen wollt. Und da hat Tom sich ein kleines Pack ausgebaut, das nicht nur Brücken hat, sondern auch Wasserflächen und sogar einen Steinquader, der wirklich clever ist. Aber warum das so clever ist, werden wir uns gleich mal angucken. Ja, jetzt sagt er natürlich, Mario, du stehst hier auf der M Creek Brücke, das kennen wir schon, das stimmt. Aber die Brücke kennt ihr nicht. Die habe ich da mal flugs einfach so hin platziert aus eben diesem Brückenpack von Tom. Ja, hier, wie gesagt. Also die Brücke kennt man ja eigentlich schon, einfach nicht von der Karte, ja. Genau. Nicht von der M-Creek-Karte. Ja, und wie ihr seht, sind die Bauarbeiten offensichtlich noch nicht abgeschlossen. Deswegen sollte ich vielleicht nicht mehr weiterfahren hier an der Stelle. Und hier seht ihr auch was. Die Brücken kommen natürlich so aus dem LS heraus auch. Und dann seht ihr hier, da fehlt noch so ein bisschen was. Das heißt, man muss schon gucken, dass das Landscaping da passt, ne? Und damit ihr das mal gesehen habt, die ganzen Brücken, die es gibt, die gucken wir uns gleich nochmal an. Aber ich finde, hier an der Stelle ist es wichtig, dass das Thema Landscaping noch mal ein bisschen in den Mittelpunkt gerät. Ne? Also wenn ich mit M und N kann ich das ja groß und klein machen, mit L kann ich die Stärke beeinflussen und dann werde ich mal hier das ein bisschen anheben, das Gelände. So, ein bisschen kleiner und dann sage ich mal, ich möchte das so ein bisschen gucken, so auf eine Ebene bringen hier. Und bei dem auf eine Ebene bringen, da muss man ein bisschen Geduld haben. So, es könnte sogar sein, dass der LKW jetzt im Weg steht. Ja, könnte sein, ja. Das ist manchmal so, dass die Objekte dann entsprechend Platz brauchen. Irgendwas steht auf jeden Fall hier vorne im Weg, deswegen wird es nicht nach... Ah, doch, jetzt kriege ich es aber einigermaßen hin. Aber wie gesagt, ihr müsst da ein bisschen Geduld haben mit dem Ebene glattziehen. Das liegt daran, dass die nicht einfach hochgezogen wird, wie es früher im LS19 der Fall war, sondern diese ganzen Flächen muss eben anwachsen. Das seht ihr hier. Ich halte die Maus fast die ganze Zeit gedrückt und die Fläche wächst einfach so langsam mit an. So, wenn ihr also so ein bisschen aufgezogen habt hier, ne, dass das ein bisschen passt, damit ihr da Böschung hinmachen könnt, das könnt ihr, wie gesagt, alles nachher noch schöner machen. Dann haben wir das so ein bisschen gerade gezogen. Und ich würde sagen, jetzt können wir das auch mal glätten. Das ist eben dieser dritte Modus. Und wenn ihr das jetzt hier glättet, so ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht zu viel glättet, sonst glättet ihr nämlich hier die Ebene weg. Da lohnt sich das mal, die Intensität wieder runterzusetzen. Oh, ich habe es jetzt, glaube ich, ungefähr angepasst. Da kann man noch dran malen. Klar, den Asphalt noch rüberziehen. So. Ich sag mal so, und fertig ist unsere Brücke, klar. Man könnte jetzt noch die Pflanzen hier außenrum malen, dass das eben nicht mehr so trostlos aussieht. Geht sicherlich noch ein ganz Teil schicker, aber im Prinzip ist das der Fall, wie man eben eine Brücke dann auch an... Also hier sieht es natürlich chaotisch aus, ohne Frage. Da der Tom auch mappt, wird er wahrscheinlich gerade die Augen hart geschlossen haben. Aber ihr seht, wir können jetzt die Brücke benutzen. Ja, und wie habe ich das gemacht? Wie habe ich die Brücke da platziert? Das ist durchaus auch, da gibt es ein paar Tipps, wie man Brücken platzieren kann. Guckt mal unter, wenn ihr den Mod natürlich installiert habt, unter die Dekoration, Sonstiges. Genau. Und dann gibt es hier ein ganzes, riesiges Arsenal von Brücken. Wir gehen mal nur bis hier. Da seht ihr, hier gibt es so eine kleinere Brücke. Also ihr müsst natürlich auch ein bisschen gucken, wo kann ich die Brücke gerade einsetzen. Bin hier in der Nähe von diesem Bachlauf. Ich finde, da kann man das immer noch ganz schön machen. Natürlich jetzt hier so eine kleine Holzbrücke.
Die reicht kaum, um hier rüber zu kommen. Aber so geht es gerade noch. Das ist eigentlich eine Eisenbahnbrücke hier, ne? Mhm. Aber ich sag mal so für, ich könnte hier jetzt auch so ein bisschen noch anschließen, wahrscheinlich. Da muss man ein bisschen tricksen. So. Überlappungsmodus hast du. Genau, blau. V. So, und dann könnte ich die jetzt hier noch anschließen. Und dann kann man natürlich, also ich sag mal so, das ist gerade mal eine Behelfsbrücke und das ist auch nicht genau getroffen. Aber da das eigentlich eine Eisenbahnbrücke ist, könnt ihr die natürlich verwenden, um mal mit schwerem Baugerät oder so mal darüber zu fahren. Aber es gibt natürlich auch ein paar andere, wie die hier zum Beispiel. Die ist, steht sogar hier, glaube ich, relativ nah dran. Ja, genau, hier vorne irgendwo steht die irgendwo. Ja, links irgendwo da hinten, ja. Ja. Aber gut, man braucht die nicht. Ihr könnt die mit der rechten Maustaste, könnt ihr drehen den Punkt. Und dieser Punkt, an dem diese Brückenecke ist, der ist wichtig, weil der bestimmt, in welcher Höhe die Brücke ist. Das seht ihr hier an diesem Mauszeiger, kann ich die Brücke hoch und runter ziehen. Und das ist fürs Landscaping so wichtig, damit ihr wisst wirklich, wie das funktioniert und wie das zusammenhängt. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel, jetzt würde es sogar passen, wenn ich die Brücke jetzt sogar hinsetzen. Und dann wäre die hier hinten, war gut, da müsstet ihr mal noch ein bisschen Landscapen anziehen, hochziehen und dann hätte man hier eine ordentliche Brücke rübergezogen. Ja, und so gibt es wirklich also eine allerhand Brücken, die Tom da eingebaut hat, die wirklich für ganz viele Stellen gut funktionieren würden. Ich stelle mal so ein paar hin hier. Genau. Was ihr mittlerweile schon festgestellt habt, ihr seht gar keine Anpassung vom Areal, also die Höhen und das Ganze, das bleibt so, wie das aktuelle Terrain eigentlich aktuell ist. Genau. Es ist nur die kleine Fläche um die Maus herum, also dort, wo ihr den Angeldrehpunkt habt. Da ist das Areal und darum wird auch nichts angepasst. Also die Fläche, das Terrain bleibt so, wie ihr es gebaut, wie es schon ist. Das ist extrem von Vorteil, weil man ansonsten über diese ganze Brückenfläche natürlich eine ganze Menge auch kaputt machen kann. Auf jeden Fall, ja. Ja, das ist nämlich wirklich ein Thema. So, und jetzt sagt ihr, ja, wie kriege ich das denn hochgesetzt? Dafür hat Tom hier so einen Betonblock gesetzt. Das ist eigentlich ganz schön. Das macht bei der Brücke jetzt wenig Sinn, weil die hier mitten auf der Autobahn stehen würde. Aber mit dem könnt ihr halt einen höheren Punkt hinbekommen, dann die Brücke setzen. Wenn ich die jetzt hier hinsetze, hätte ich die an diesen Betonblöcken ausgerichtet. So, der ist zum Beispiel, da findet sich der Betonblock. Wie gesagt, das geht jetzt hier auf die Schnelle. Da müsst ihr ein bisschen mitspielen, aber so könnt ihr entsprechend die Brücke hochziehen, je nachdem, wo ihr den Betonblock hinsetzt. Oder ihr macht das noch anders. Mit dem Landschaftsbau könnt ihr natürlich auch hier ein bisschen intensiver hier die ganze Nummer. So, wollen wir nochmal. Dass Matterhorn kommt. Ja, wir müssen mal ein bisschen zeigen, wie das hier funktioniert. So, da können wir auf jeden Fall Brücken dran setzen. So, noch da seht ihr, ne? Tom hat wirklich alle Brücken angesetzt und darum geht es, dass dieser Punkt, wo die Maus ist, habe ich euch vorhin gerade schon gesagt, dass der bestimmt eben, wo die Brücke wie hoch kommt. Das heißt, je nachdem, wie ihr damit hantieren wollt, ergibt es einfach Sinn, diesen Punkt hier so anzuheben, dass der an der Brücke ist. Und ihr könnt das ja nachher wieder senken. Ne? Also so ein Hilfsmittel von so einem Berg ist durchaus an der Stelle, wo ihr sie platzieren wollt, gar nicht verkehrt. Da müsst ihr allerdings ein bisschen testen. Das ist nicht so ganz simpel. Und auch nicht beim ersten Mal. Also benutzt bitte erstmal einen Testspielstand und nicht euren Finalen, bevor ihr Brücken platziert. Das kann man, glaube ich, als Tipp durchaus mitgeben, oder? Ja, auf jeden Fall, ja. Aber wie gesagt, vom Terrain her wird nichts kaputt gemacht. Es bleibt so, wie es ist. Genau. Außer ihr macht das wirklich selber so, wie ich das gerade hier gemacht habe. Richtig, ja. Ich finde diesen Betonblock, Tom, die Idee ist wirklich cool. Man kann den brauchen für die Anpassung der Höhe oder auch als Unterstand für die ein oder andere Brücke, wenn es ein bisschen weitergehen soll. Ja. So als Überstand meinst du, wenn man die auf einer Seite... Ja. Also wenn ich jetzt so einsetzen möchte und dann die drehe... Dann bräuchte ich den Betonblock auf der anderen Seite auch nochmal. Oh, ich kann sie richtig, auch ransetzen. Ja. Könnt sie aber auch so hier ransetzen. Ne? Mit ja, ob das dann richtig passt. Muss mal gucken. Ja, du also schaffst das. Entweder ich setze da noch ein... Ja, ja das ist vermutlich zu knapp, ja. Ist auf der einen Seite, glaube ich, auch ein bisschen breiter, kann das sein? Ah, hier.
Top-Brücke. Ne? Da muss man hier die kreatives Denken. So, da muss man hier, setzen wir hier noch eine Brücke ran und dann haben wir ein Brückenkreuz. Jawohl. So. Schweiz nimmt Einzug mehr besser. So, das ist das eine. Ich mal gerade eben gucken, wo ich hier hinfliege. Ich glaube, hier bin ich durchaus richtig. Ich habe hier schon mal ein paar Gräben vorbereitet, ein paar Wassergräben. Und auch hier seht ihr, nein, ich habe die gesetzt. Kannst ja wieder verkaufen. Ui. Gesundheit. Dankeschön. Ja, ich will die wieder verkaufen. So, also könnt ihr wieder verkaufen, ohne dass was passiert ist. Das seht ihr hier. Also rechte Maustaste rüberziehen. Und da könnt ihr natürlich, also ich, wie gesagt, ich platziere hier gerade Wildbrücken. Kleine, große. Hier, die ist etwas kleiner. Müsst ihr natürlich gucken, dass sie dann auch passt. Da müsstet ihr irgendwie so einen kleinen Weg daran ziehen. Hier kleine Holzbrücken, hier eine etwas größere, längere Holzbrücke. Also seht ihr, Tom hat wirklich für ganz viele Flächen, was hängt schon, die passt, glaube ich, nicht so gut. Die hat man hinten ja schon gesetzt. Hier, die ist etwas größer noch. Die können wir hier noch ansetzen. Ja, und ihr seht, es ist auf jeden Fall, die ist natürlich wirklich riesig, das ist die, die ich vorhin schon gesetzt hatte. Hier gibt es wirklich für jeden Zweck und für jeden Anschluss irgendwas Schönes dabei. Oh, ich sehe gerade, die ist ja viel zu günstig, ja? Aber nimmt man die für 10.000 danach? Links, links. Links, noch 10? Eins links. Ach da, die. Ja, die, ja. Guck. Die müsste man noch im Dunkeln angucken. Dann machen wir das noch. So, setzen wir die mal hier hin. Fahren wir da hin oder laufen wir da hin? Moment. Ich glaube, wir müssen fahren. Ich habe, glaube ich, kein schnelles Rennen hier dabei gerade. Ich fahre mal hin. Währenddessen können wir ja mal die Nacht einläuten lassen. Da hinten rum. Ich kenne mich auf der M-Krieg überhaupt schon nicht mehr aus. Ich habe nur im Kopf, wie die im Feldversuch aussieht. Ja, komplett anders, ja. Komplett verbaut. Ja, das soll passieren nach ein paar Stunden auf der Karte. Ein paar Stunden ist gut, ja. Na, Gott sei Dank habe ich die Vorzerstörung an. Ja, gleich den Weg gebastelt, sehr schön. Ja, so, da muss der Weg hin. So, und dann zeige ich euch gleich noch, wie das mit diesen Wasserflächen hier funktioniert. Das ist nämlich auch ganz witzig, was der Tom sich da ausgedacht hat. So. Und ihr seht, dieser Anschluss hier funktioniert schon relativ gut. Das ist da, wo die Brücke eben gesetzt wurde. Auf der anderen Seite müsste halt nochmal angepasst werden. Und ich glaube, solange die Zeit hier gerade noch runterspielt, können wir das mit dem Wasser mal eben zeigen. Mhm. Also ihr seht, das ist eine Wasserplane, ne? Eine Plane, die eben von oben hier Wasser ist, die auch spiegelt. Das ist das eben, wie es im LS auch daherkommt. Und jetzt wird es gerade dunkel. Dann warten wir vielleicht auch nochmal eben. Also die Wasserplane kann man auch gut als eigenen Hofteich bauen, brauchen, nutzen. Ja, das zeige ich gleich noch eben. Dann haben wir das Komplett-Pack einmal gesehen. Also das meinte Tom hier, die Brücke ist entsprechend beleuchtet des Nachts. Dezent, ja, dezent beleuchtet. Aber man sieht sie. Mhm. Wo auch immer hier gerade der Stromanschluss herkommt. Ja, unterirdisch. unterirdisch, na klar. Ich habe gerade überlegt, ich bin ja im Singleplayer, kann ich auch die Zeit setzen? Na klar, ja. Mal 10. 19, nee. So, jetzt haben wir natürlich immer das Regnen im Hintergrund. Oh, jetzt ist das Regnen weg. Also, die Teichplan findet ihr natürlich auch unter Dekorationen. Da sind wir gerade schon gewesen. Da, sonstiges. Und dann ganz hinten entsprechende Plangrößen. Seht ihr hier? Hat Tom auch nicht komplett durchgezogen. Das ist relativ wichtig sogar, dass das in verschiedenen Größen da ist. Aber ihr seht natürlich auch hier, kann man das entsprechend schieben. So, da ich die hier schon gesetzt habe, setze ich natürlich an diesen Ansatzpunkt, so dass es halbwegs passt.
die auch weiterhin, ihr müsst ein bisschen hantieren, sonst, wenn ihr die aneinandersetzen möchtet, so wie ich das hier gemacht habe, wenn ihr wirklich große Flussläufe machen möchtet, dann braucht ihr natürlich die gleichen Höhen, sonst sieht das nachher ein bisschen merkwürdig aus. So, aber ich glaube, so ungefähr passt das schon, ne? Ja. Es könnte halt schwierig werden, wenn man wirklich einen steilen Hang bauen möchte. Ja. Weil dann hat man einfach irgendwann das Problem, weil schräg geht halt eben leider nicht. So, ich glaube, jetzt haben wir. Nee, das geht noch. Es ist relativ gut gesetzt. Man, wenn man genau hinguckt, dann kann man die Kante erahnen, aber das haut schon. Ach so, hier ist natürlich noch. Ja, müsst ihr ein bisschen gucken, sonst müsst ihr vielleicht nochmal Landscaping drüber und dann können wir hier die Ecke auch zumachen. Einen Busch setzen. Genau, irgendwas drüber malen. Nein, was macht er jetzt? Das wollte ich nicht. Komm mal Shift P, dann kommen wir direkt rein. So. Also hier könnt ihr natürlich jetzt wieder die Ebene rüberziehen. Na, das ist der Plan relativ egal. Und dann könnt ihr die entsprechend ein bisschen zumachen, zuziehen, dann wird es hier entsprechend enger. Also das könnt ihr da durchaus machen. Und die Wasserplane ist einfach, da kann man die eigentlich wieder abreißen, die Plane. Natürlich. Auch wenn man das schon so rüber gemalt hat. Bauen, jawohl. Ach, guck mal. Hammer. Kann man den Fluss ablaufen lassen. Den Fluss ablaufen, ja. Einmal Loch unten rein und dann läuft das schon. Richtig. Also, auch das sehr, sehr cool. Achso, dieser kleine kleinen Teich, da können wir nochmal eben machen. Also ich habe jetzt einmal hier nochmal ein Loch gemacht. Ich empfehle da halt landschaftmäßig zu malen. Also man kann ja mit anderen Texturen arbeiten. Ja. Und dann wird es ein bisschen schöner. Das Loch, wenn man einen Teich machen möchte, sollte man wirklich ein bisschen größer machen und dann danach wieder ein bisschen rund kleiner, ne? Richtig. Ja. Es würde natürlich auch helfen, wenn wir einfach sagen, ich ziehe jetzt hier so eine oder Linie sowas, durch. Ja. Genau, geht auch. Na, falls man eben den Platz nicht hat, dann zieht man es einfach hier auf der Ecke durch, weil es eben so eine Ecke ist. Es ist halt, ihr müsst halt gucken, wo ihr das Viereck hinsetzt. Mit dieser Plane. Und dann müsst ihr natürlich auch gucken, wie groß ist das. Ne? Also deswegen hat Tom unterschiedliche Größen daran gemacht, damit das für euren Teich dann nachher auch passt. Wenn ich den jetzt hier so ransetze, dann seht ihr, das ist doch ein schöner Teich, den kann man entsprechend nutzen. Und dann könnt ihr mit dem Landschaftsbau das hier natürlich wieder anheben. So, das ist schön glättet. Und jetzt hättet ihr vielleicht sogar hier so einen Abfluss, wie man auch, also wenn man das möchte. Zum Beispiel, ja. So, ihr glättet das dann wieder hier. Und dann hätte man entsprechend einen ordentlichen See. Also man kann natürlich dann nochmal bei Tom auf der Card of the Hypocrite gibt es natürlich viel mehr Möglichkeiten zu malen, als das hier jetzt der Fall ist. Hier kann ich jetzt ein bisschen Schotter außenrum machen, wenn ich das denn möchte. Und dann machen wir hier außenrum das Grün. So. Genau. Und wenn du unter der Wasserplane malen möchtest, dann musst du halt wirklich vorher schon wissen, was du da unten für eine Textur haben möchtest. Ja. Du kannst nicht unter die Plane malen, das geht leider nicht. Also das sieht man hier gerade, ich kann ja, außenrum genau malen, aber da innen drin natürlich nicht. So, ja, und dann könnt ihr hier natürlich noch was setzen, dann habt ihr so, dann wird das doch schon fast idyllisch. Guck mal, ist ja schon fast eine blaue Lagune da. Auf jeden Fall. Und halt das Coole an der ganzen Geschichte ist, du kannst hier Wasser holen. Echt, jeder hat entsprechend Wasserträger. Ja. Jede Plane, auch sehr cool, ja. Also du kannst das wirklich aus eigenen Wasservorrat nutzen. Ja. Du brauchst keine Feste, sonstiges. Du brauchst halt einfach den Platz für diesen Teich, See, Meer, je nachdem, was man baut. Da, hier, die Oase der Stille. Sehr schön. Liegestuhl, kühles Bier. Also. Fertig, genau, so ist es. Also, meine Lieben, nicht nur Brücken, sondern auch das, was unter den Brücken in der Regel oder oft zu finden ist, eben was Flüssiges. Aber ihr habt es gesehen in der Autobahn, ihr könnt auch Straßen drunter durchziehen, ihr könnt auch Wege über Brücken, über Autobahnen eben machen. Natürlich könntet ihr auch an der, hier auf der Elm Creek, da gibt es ja hier entsprechend diese Autobahn. Wenn ihr da irgendwo nochmal an anderer Stelle rüber wollt und einen Weg hochranziehen wollt und das für euch völlig verändern wollt, all das ist möglich.
Natürlich könntet ihr hier einen Übergang drüber malen, wenn ihr von dem Feld entsprechend mit einer hohen Brücke rankommt oder von da hinten. Also das ist alles möglich. Ihr könnt Brücken aneinander setzen. Wenn ihr da ein bisschen clever hantiert mit dem Landschaftsbautool, dann habt ihr so, so viele Möglichkeiten. Und ihr habt das gesehen, wie viele Brücken der Tom hier eingebaut hat. Weißt du selber, wie viele sind? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Also 19 oder 20 Brücken habe ich jetzt gerade im Schnelldurchlauf gezählt. Da sollte also durchaus was für euch dabei sein. Aber wie gesagt, denkt dran, das muss immer an einem entsprechenden Hang daherkommen. Und ich sag mal so, da könnt ihr eure eigenen Brücken natürlich irgendwie designen. Hier passt jetzt natürlich super, dass die beiden Autoabschnitte dazwischen durchgehen. Ist auch der Hammer. Ja, habe ich komplett genau geplant, ja. Ach so, das war so geplant. Natürlich. Natürlich. Nein, natürlich ja. Nicht. Der, da kann ich eigentlich nur sagen, probiert es selber aus. Ne, habt Spaß dabei, baut euch die Brücken. Und das wird, wie gesagt, deswegen habe ich es am Anfang gesagt, das Ding hier wird ein multifunktionales Tool sein. Das ist in jedem eurer Sets dabei, weil ihr das auf allen Karten immer mal wieder gebrauchen könnt. Und sei es nur ein kleiner Weg über einen kleinen Fluss oder sonst irgendwas. Die NF Marsch, die hat überall Gräben. Natürlich kann man sich da entsprechend die Brücken hinsetzen. Und natürlich einen Teich anlegen, eine Brücke darüber. Oder ihr legt euch einen kleinen Fluss an, weil ihr findet, das gehört da irgendwie hin. Zwischen euren Feldern. Ihr könnt damit viel, viel mehr mappen. Und sei es nur ein einfacher Brückenschlag oder eine komplette Kartenveränderung. Das liegt alles jetzt in eurer Hand. Ich kann nur sagen, vielen Dank, Tom. Das wird eine Standardmod in meinen Karten. Das ist ganz sicher. Sehr gerne, sehr gerne. Und euch kann ich nur sagen, wünsche mir viel Spaß. Tom hat aber noch das letzte Wort, würde ich sagen, für heute. Ja, dann würde ich sagen, viel Spaß. Bilder sind erwünscht und tschüss.